Sorry, das fand ich irgendwie witzig. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade gestorben bin. Ich weiß gerade nicht, warum ich gestorben bin. Ja. Ich hoffe mal, der Stern kommt jetzt da oben hin. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ganz witzig. Ja. Aber es geht besser. Das geht auf jeden Fall besser. Und ich hoffe mal, dass das sich auch gleich wieder ändern wird in dieser einen Raketengalaxie oder was war das? Sah zumindest so aus. Nein, wir müssen natürlich erstmal hier, gerade in diesem Gruselkabinett müssen wir. Ach. Oh nein. Nein. Nein, bitte nicht. Nein. Wir tun einfach so, als ob wir diesen Brief nie bekommen hätten. Nein, 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 nein. Das will ich auf keinen Fall machen. Also jetzt zumindest noch nicht. Das. Oh nein. Nö. Was willst du von mir? Ja, Kometenalarm. Yay. Ein Zuselkoll. Oh Gott. Nein. Nein. Warum? Ach, da ist ja schon der Stern. Na gut. Dann sollte das einigermaßen machbar sein. Ach, ich kann auch Luigi nehmen. Ja, dann nehmen wir doch Luigi. Ach komm. Machen wir es einfach mal. Auch wenn ich mit dem nicht so gut umgehen kann. Obwohl er weiter und höher springen kann. Hallo, Buhu. Lass mich in Ruhe. Ja, das erste haben wir schon geschafft. Ja, ich weiß, Leute. Bleibt geschmeidig. So. Okay, sowas finde ich in Ordnung. Ich merke gerade, wenn die Schatten-Marios dabei sind, dann geht das auf jeden Fall schneller, als wenn man lila Münzen einsammeln muss. Ich habe nichts gesagt. In diesem Brief wollen wir auch einfach erstmal verdrängen. Gut, gut, gut. Ein Geist ist aufgetaucht. Wo? Ach so, ja, ist ja immer so, ne, wenn man mit Luigi das macht. Ja, habe ich ja ganz vergessen. Tschüss, Luigi. Gut. Aber jetzt wollen wir zur Raketengalaxie. Kullerkunstgalaxie, das meine ich natürlich. Das sah für mich aus wie Raketen, also. Das soll aber hier wachsen, wie nennt man? Kreide. Ölkreide. Pastellkreide. Nein, nein, das ist ja noch viel schlimmer. Oh nein, ich dachte, das gibt es nicht mehr in diesem Teil. Oh Gott. Oh nein. Ich hab's wieder vergessen. Nein. Zuerst muss ich Schenkel und Spitze. Nein. Wie komme ich denn da hoch? Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach nein. Oh ja.
Oh Gott, ich hasse es. Gott, nein. Solange ich nicht irgendwo runterfallen kann, ist alles in Ordnung. Hier sind ja nur Gumbas. So, wo ist denn hier... Da. Gut. Bis jetzt war es auch noch nicht schwer. Oh, später kam so ein Höllenset, ich sag's euch. Mhm. Was ist das denn hier? Ach. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Ich habe sie noch so sehr gelobt, diese Galaxie, weil sie so schön bunt war, aber dann kommt sowas, ey. Ich bin voll Lamarsch. Ach Mann, ey. Ja, ja, ja. Und wenn der Komet da noch kommt, Leute, dann, ey, oh Gott. Ich muss kotzen. Da ist die Kometenmünze. Ja gut. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber wenn man auf Zeit hier das machen muss, dann kriegt man irgendwann Panik. Und was ist das denn hier? Ja, fällst du mal da runter? Danke. Das ist auch noch sowas, ne? Ja, geschafft. Ach, das war noch ein einfaches Level. Ach, später wird das der Horror. Ich sag's euch. Und jetzt hier runterfallen, weil wir das ja schon mal gemacht haben. Gut. Sehr, sehr gut. Yuppie, yay, yuppie, yay. Gut, wie lange haben wir noch? Ungefähr 12 Minuten habe ich noch eingeplant. Das heißt, wenn jetzt nicht irgendwie noch eine Kometen-Kack noch irgendwie dazwischen kommt, könnten wir vielleicht noch Bowsers Schloss schaffen. Ich habe da einen Brief für den Baby-Luma. Ach ja, mein Gott. Yay. Yay. Yay, die werden wir einlagern. So. Ja, bitte. Und... schon sind wir wieder bankrott. Okay. Hier gab es nicht noch einen, oder? Nee. Krass, man kommt auch nur mit der Röhre dahin. So, was ist das denn? Bowser Juniors Angstarmada. Okay. Was war denn hier das Besondere? Pressluftpolterer. Keine Ahnung mehr. Nö, sagt mir nix. Sagt mir überhaupt nichts gerade. Aber umso besser. Lassen wir uns überraschen. Ja. Hallo. Wie wär's, wenn wir einfach Yoshi hier mal nehmen? Dann nehmen wir dich und dann feuern wir das einfach mal da. Schade. So, kommen hier auch wieder Plattformen? Ja. Kann ich euch eigentlich essen? Die Frage hätte sich damit erledigt.
Ich denke mal, ich kann die aber essen, wenn die nicht elektrisiert sind. Jo. Die Annahme war diesmal sogar richtig. Wäre es vielleicht klüger, wenn ich die Teile hier abschließe? Ich glaube schon. Geht's hier weiter, oder? Mal schauen, ob ich treffe. Sehr gut. Ja. Kann man das vielleicht nicht noch irgendwie besser machen? Ach so. Ich verstehe. Nee. Was passiert denn? Wow! Wenn ich hier einfach weiterfahre. Ich glaube, dann komme ich einfach in dieses Loch rein und dann war es das erstmal mit mir. Die Statue kann ich doch bestimmt kaputt machen. Wusste ich doch. So, aber ich habe hier doch was gesehen. Das meinte ich aber nicht. Ja! Ja, ich dachte, hier wäre irgendwo die Kometenmünze. Na, kommt. So. Ja, wo ist die Kometenmünze, Leute? Was ist das denn? Hier gab es die Kometenmünze, oder? Ja, scheiße. Kann ich mir nicht einfach nach angucken, ey. Da ist die Kometenmünze. Oh, shit. Nice. Nee. Nein. Oh, wie dumm ich gerade spiele irgendwie. Und trotzdem es schaffe. Das ist wirklich das Schlimme an dieser ganzen Geschichte. Yeah! Hast du nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Du bist also für uns einen schönen großen Stern hergekommen. Dann hol ihn dir doch, du Angeber. Wow. Ich weiß nicht. Wow, ein Megasort. Ein Gundam. Oh Gott. Warum will mir das nicht gefallen? Ja, zweimal habe ich dich schon erwischt. Nein, schade. Was passiert hier? Ich kann schwer einschätzen, was du drauf hast. Hm. Soll ich jetzt nochmal da drauf schießen oder was? Oh! Oh, 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 oh. Okay, ich verstehe. Nein, 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 das war nicht klug. Das war einfach nicht klug von mir. Aber wo muss ich jetzt drauf schießen? Das ist die Frage hier, die ich gerade habe. Immer noch da drauf oder? Nee, ich verstehe es gerade echt nicht. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Oh, Yoshi.
Nein! Wow! Okay, ich bin gerade echt irgendwie am Überlegen. Ich weiß nicht. War doch eigentlich nicht schlecht gemacht von mir. So der Anfang zumindest. Aber dann check ich das gerade nicht so ganz. So, das ist klar. Einmal hier und einmal... Ja, einmal hier wollte ich sagen. Ich weiß, glaube ich, wie es geht. Ich glaube, der hat hinten auch noch was. Der hat hinten auch noch eine Schwachstelle und dann muss ich diesen Stern benutzen. Darüber. Und dann ihn einfach erledigen. Och komm! Machen wir einfach mal. Nein, schade. Natürlich auch zu schön gewesen. Wieso habe ich den jetzt nicht eingesammelt erstmal, den Banzai Bill? Bullet Bill. So. Und jetzt? Jetzt muss ich ihn abschießen, oder was? Scheint so der Fall zu sein. Ich habe kein Yoshi mehr. Wow. Okay. Jop. Wop, 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 wop. Wop war ein Gangnam Style. Nicht so schwer, wenn man weiß, was man machen muss. Ich hätte vielleicht ein bisschen überlegen sollen. Aber so ist das mal manchmal, ne? Komme ich denn dahin? Ich traue den Plan noch nicht so ganz, aber ich denke mal, ich muss einfach hier. Ja. Ach, schön. Gut. Gut, 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 gut. Drehstern, habe ich vergessen zu sagen. Aber egal. Happy End für uns alle. Wir haben das Spiel durchgespielt. Aber uns fehlen ja noch ein paar Kometenmünzen. Nein, natürlich gibt es noch weitere Galaxien und Planeten. Die wir uns aber dann hier noch gleich anschauen werden, aber nur auf der Karte. Eine vortreffliche Leistung. Das war bereits unser dritter großer Stern. Nun gut, wir wissen sicher, dass dieser Unhold immer noch irgendwo dort draußen sein Unwesen treibt. Lass uns also zur nächsten Welt schippern. Steuermann! Was für ein prachtvolles Schiff. Schon cool. So, was haben wir denn? Oh. Oh, 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 oh. Nicht gut. Wir sind wirklich schon weit gekommen und das verdanken wir nur deinen Anstrengungen. Übernimm das Ruder und bestimme den weiteren Kurs, Steuermann. Ich bin der Captain. Was haben wir denn hier alles? Giga Gumba Galaxie. 1200, ey, die sind ja hier bescheuert, sind die. Ja, ich mache erstmal Pause. Das habe ich mir, glaube ich, verdient.
Also sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis denn.